ich kann ja auch ganz schön bequem sein. Und deswegen habe ich mir jetzt mal Folgendes vorgenommen. Wir erreichen ja immer wieder erfreulich viele Anfragen von Leuten aus der Community, von Zuschauern, die sich mit Fragen zu Wildkameras an mich wenden. Mit Anwendungsfällen, die sie haben und mit der Frage nach Empfehlungen. Und weil manche Sachen sich doch sehr oft wiederholen und ich ja ein bisschen faule Sau bin, habe ich jetzt mal Folgendes mir vorgenommen. Ich habe jetzt von der Monika eine Frage erhalten und die nehme ich mal zum Anlass und werde ab sofort mal auf Fragen, die typisch sind, die wiederkehrend sind, wo es mehrere von euch gibt, die da interessiert sind, werde ich die jetzt nicht mehr speziell per Mail oder per Kommentar beantworten, sondern ich nehme das mal zum Anlass und werde das mit einem kurzen Video hier beantworten. Zum einen in dem Fall für die Monika und zum anderen für diejenigen, die da eventuell mit gleichen Fragen, mit gleichen Anwendungsfällen kommen. Und Obacht! Hadi und Klaus, ich brauche euch möglicherweise nochmal, beziehungsweise wir brauchen eure Expertise mit bestimmten Wildkameras nochmal. Also klickt bitte nicht weg. Die Monika hatte eine Frage und hat folgenden Anwendungsfall. Deswegen sitze ich hier neben einem Vogelhäuschen, einem Vogelfutterhäuschen und habe hier, habt ihr sicherlich schon gesehen, hier ist so eine Wandhalterung befestigt, verrostet, vergammelt mittlerweile, die ich hier für Nahaufnahmen am Vogelhäuschen verwendet habe. Dort nutze ich das, um Nahaufnahmen zu machen. Jetzt muss man Folgendes wissen. Wildkameras sind nicht wirklich ursprünglich dafür gedacht, um Nahaufnahmen zu machen. So also wie bei diesem Fall hier, wo man wirklich nah dran ist, auf wenige Zentimeter, ich sag mal unterhalb einem halben Meter, 30, 40 Zentimeter oder auch weniger. Dafür sind Wildkameras eigentlich gar nicht gedacht. Es gibt Spezialisten. Hier zum Beispiel habe ich die Maginon VFK1, die Vogelhauskamera. Die gibt es leider nicht mehr, aber das ist ja so eine Kamera, die den speziellen Einsatz hier am Vogelhaus für Nahaufnahmen gedacht war. Ihr seht, das ist eine schöne, kleine, niedliche Kamera, die dann hier ganz nah ran konnte und hat auch wirklich tolle Nahaufnahmen gemacht. Für weite Aufnahmefelder, größere Entfernung war die überhaupt nicht geeignet und auch nicht gedacht. Und zudem, da sieht man auch, hat sie hier nur eine Optik und da unten einen Bewegungssensor und war nur für Tagaufnahmen gedacht. Was ich gerne mache, ist Folgendes. Hier habe ich eine kleine Tasche mit verschiedenen sogenannten Dioptrien oder Nahlinsen. Die sind dafür geeignet, um eigentlich für Kameras, in dem Fall mit einem 34 mm Durchmesser Fotogewinde, eine Adaptierung vorzunehmen, um Aufnahmen in einem Makrobereich zu machen. Und diese Nahlinsen, die gibt es in verschiedenen Stärken, plus 1, plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10. Da gibt es Sets am Markt in 34 mm. Und die haben wir in der Community mal an klassische, konventionelle Wildkameras angebracht. In dem Fall habe ich mir jetzt mal beholfen. Hier ist ein Adapterring, den ich hier mit Heißkleber an der Kamera befestigt habe. Der Heißkleber ließe sich auch wieder ohne Probleme lösen. Und da kann man jetzt mit diesem Adapterring die Nahlinse aufschrauben. Und so kann man mal flugs und ganz schnell eine konventionelle Wildkamera nutzen, um Nahaufnahmen zu machen. Jetzt gibt es auch konventionelle Wildkameras, die gewollt, ungewollt von den Herstellern so ausgelegt sind, dass der Fokusbereich sogar so ausgelegt ist, dass Nahlinsen in einem gewissen Bereich schon möglich sind. Nachteil ist, durch diese starre, fixe Brennweite, die feste Fokussierung, ist es so, dass dann Aufnahmen im klassischen Anwendungsfall im Revier dort weiter entfernte Objekte unscharf werden. Das ist die Schwäche. Die Stärke solcher Kameras ist dann wiederum Aufnahmen im Nahbereich unterhalb von 3 Metern, sage ich jetzt mal, tatsächlich schon scharfe Aufnahmen machen zu können. Insofern gibt es solche Kameras, die auch, Monika, für dich im Nahbereich gute Aufnahmen machen können. Jetzt kommt aber ein weiterer ganz, ganz wichtiger Aspekt hinzu. Und deswegen ist es nicht so einfach, eine geeignete Kamera zu finden, nämlich die sogenannte Auslösegeschwindigkeit. Auslösegeschwindigkeit heißt im Englischen Trigger. Hier sind die Bewegungssensoren, in dem Fall 3 an der Zahl, ein mittlerer und 2 seitliche.
Technisch gesehen dahinter, das hat der Vari uns schon ein paar Mal dargestellt, sind dahinter eigentlich nur zwei Sensoren und hier sind nur, ich sag mal, wird das optisch seitlich abgelenkt. Diese Kamera kann schon recht gute Nahaufnahmen im Nahbereich machen, aber die Auslösegeschwindigkeit der Trigger bei dieser Kamera im Speziellen ist eher langsam. Langsam heißt, Monika, das war dir ja auch wichtig, du willst bei dir im Garten das Eichhörnchen filmen und das ist ja erfahrungsgemäß recht schnell unterwegs. Das heißt, es kann sein, wenn das Eichhörnchen hier von den Bewegungssensoren erfasst wird, springt die Kamera erst mit einer Verzögerung von 4, 5, 6 Sekunden an. Und das bedeutet dann, dass das interessanteste Ereignis dir wahrscheinlich entgeht. Und deswegen wäre zum Beispiel diese Kamera eher weniger eine geschickte Empfehlung, wenn es darum geht, ein Tier, ein bewegtes Objekt mit einem Wärmeimpuls zu erfassen und so schnell es geht, eine Auslösung zu ermöglichen. Jetzt hast du mir die Frage gestellt, ob eine dieser Solar-Wildkameras geeignet wäre. Und da sage ich, ja, die wäre denkbar, aber mit einer kleinen Einschränkung. Da kommen wir gleich dazu. Der Vorteil einer solchen Wildkamera mit Solarmodul ist für mich, gerade im heimischen Garten, die tolle Möglichkeit, dass über die Speisung der Energie, über Sonnenlicht, über das Solarmodul, ist die Kamera autark unterwegs und wird halt eben durch Sonnenlicht mit Energie versorgt. Man muss gar nicht zusätzliche Akkus jonglieren, aufladen, einlegen und so weiter und so fort. Und sich auch gar nicht zulegen und kann sich ein Ladegerät etc. pp. Ersparen. Und die Stärke dieser Kameras ist, sie verfügen über eine Wi-Fi-Funktion. Das heißt, sie können über ein Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone aus der Ferne über ein paar Meterchen, können die Daten auch abgerufen werden, die Kameras können gesteuert werden, eingestellt werden. Das ist zum Beispiel mit Sicherheit sehr attraktiv, sehr interessant für den Fall, damit man die Kamera nicht ständig von dem Ort, wo man sie befestigt hat, entfernen muss. Und die nächste Stärke dieser Modelle hier ist tatsächlich, dass sie auch im Nahbereich vergleichsweise scharfe, gute Aufnahmen machen. Schwäche wieder, bei weiterer Entfernung wird es unscharf. Aber du hast bei deiner Anforderung noch beschrieben, dass es dir wichtig ist, dass du längere Aufnahmezeiten hast. Das heißt, wenn das Eichhörnchen sich bei dir oder ein Vogel hier an der Stelle aufhält, möchtest du dir das komplette Ereignis erfassen. Und Wildkameras haben die Eigenschaft, dass sie eine einstellbare Videolänge ermöglichen. Das ist je nach Kameratyp sehr unterschiedlich. Die längste Zeit geht hoch bis zu einer Stunde üblicherweise, aber das wäre ungeschickt, eine Stunde Aufnahmezeit zu wählen. Denn wenn die Sensoren einen Bewegungsimpuls erfassen und du fix eingestellt hast, eine Stunde, ich mache das jetzt mal extrem, um das zu überzeichnen, eine Stunde lang eine Aufnahme machst, dann ist ruckzuck die Speicherkarte voll und die Energie, also in dem Fall ist es eher unkompliziert, Akkus oder Batterien werden relativ schnell leer. Also empfiehlt sich das nicht. Und so wie ich es in meinen Videos immer wieder sage, ist es eigentlich die richtige Lösung, eine, ich sag mal, kurze oder mittlere Aufnahmezeit einzustellen. Und jetzt kommt's, einen sehr kurzen Intervall, eine sehr kurze Auslöseverzögerung zu haben. Was heißt das? Viele Hersteller nennen das Intervall. Intervall in dem Fall heißt, das sind die Zeiträume zwischen zwei Aufnahmesequenzen. Und leider haben nur wenige Modelle eine sehr kurze Zeit, die sie anbieten. Es gibt einige, die schaffen es runter bis auf 10 Sekunden Pause, auf 5 Sekunden oder gar auch auf 2 Sekunden. Es gibt aber auch Modelle, die können das noch deutlich kürzer. Die sind aber üblicherweise nicht im Low-Cost-Bereich vorhanden. So sage ich das jetzt mal. Und Klaus und Hardy, jetzt schiele ich zu euch rüber. Jetzt wäre die Frage, wie verhält es sich denn bei Modellen, die sich, ich sag mal, in der höherpreisigen Klasse abspielen, die deutlich kürzere Intervallzeiten haben, kurze Auslösegeschwindigkeiten, kurze Intervall-Auslöseverzögerungen haben. Wie ermöglichen die das, ich sag mal, flexible Aufnahmezeiten zu ermöglichen oder nur sehr kurze Pausenelemente? Ich weiß, der Hardy hat das intensiv in seinen Videos gerade vorgestellt. Und jetzt kommt die Frage, welche Wildkamera bietet die Möglichkeit, die Videolänge flexibel, entsprechend situativ des Ereignisses entsprechend, mit den Bewegungen, die sich vor der Kamera abspielen, flexibel einzustellen? Ich meine mal, vom Vari gehört zu haben, dass es solche Kameras gibt,
aber die sind sehr selten. Das bietet die Gefahr, wenn die Kamera einen Bewegungsimpuls hat und dementsprechend lange aufnehmen würde. Und nehmen wir einmal an, durch Sonnenlicht, durch Wind, durch bewegtes Laub würde die Bewegungssensoren einen Wärmeimpuls bekommen, das als Bewegungsimpuls eines, zum Beispiel eines Tieres, eines Lebewesens erkennen, dann würde die Kamera unter Umständen dauerhaft aufnehmen und ruckzuck ist die Speicherkarte voll, Akkus, Batterien leer und deswegen ist ja das Risiko. Monika, das, was du dir wünschst, das gäbe es mit Einschränkungen, aber bei den üblichen Wildkameras sind diese Auslöseverzögerungen nicht, die gehen nicht Richtung Null. Die gehen schon, das sind dann schon mehrere Sekunden. Und ob das dann deinem Wunsch entspricht, das steht auf dem anderen Blatt. Und ich rufe mal alle in der Community auf, die unterschiedliche Wildkameras im Einsatz haben, unterschiedliche Wildkameras Erfahrung gesammelt haben. Gebt doch mal einen Tipp ab. Was wäre eine Wildkamera, die ihr kennt, die eine sehr kurze Auslösegeschwindigkeit, kurze Auslöseverzögerung, einen kurzen Intervall oder gar eine flexible Videolänge einstellbar ermöglicht? Ich habe eine solche Kamera bisher selber noch nicht im Einsatz gehabt, deswegen stehe ich da ein bisschen auf der Seife. Frage ich euch alle mal, vielleicht kommen ja ein paar wertvolle Hinweise. Und für dich, Monika, du hast dich nochmal an der Verlosung für diese Compact T180, dieses Solarmodul-Modell, gemeldet. Leider zu spät, weil die Verlosung ist schon erfolgt. Aber in Kürze werde ich ein weiteres Modell verlosen. Ein weiteres Modell einer anderen Marke unter einem anderen Label wird eine baugleiche Kamera werde ich verlosen. Insofern verzagt nicht, das habe ich ja schon mehreren Leuten mitgeteilt, demnächst biete ich wieder so ein solches Modell an, werde es vorstellen und dann werde ich das verlosen und so bietet sich dann nochmal die Gelegenheit. In Zukunft werde ich das häufiger machen. Ich werde jetzt nicht mehr alles per Mail oder per Kommentar beantworten, sondern ich werde mal ein kurzes Video machen. Einfach deswegen, weil manche Fragen gehäuft und wiederkehrend auftreten und hoffe damit dann auch proaktiv weiteren Fragestellungen, die da kommen, zu begegnen. Wenn sonst noch Fragen bestehen, immer her damit.